Herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe der Stammtischgondel hier in Obergogl Hochgogl. Mein erster Gast heute in diesem neuen Jahr, der Radprofi Toni Martin. Grüß dich. Hi, grüß dich, servus. Servus. Erste Frage, wie üblich, Tee oder Glühwein? Was darf er dir denn anbieten? Hättest du denn gern? Ich würde mal bei Tee bleiben. Du würdest bei Tee bleiben? Ja, als Sportler. Ich hab's vergessen, was jetzt wo drin ist, aber ich glaube, Rot war Glühwein. Bitte. Ich werde es euch sagen. Das schaut nach Tee aus, bitte. Danke dir. Bitte. Du bist ja eigentlich ein Polizist und jetzt Profi-Rennradfahrer. Wie kommt es eigentlich dazu? Ist das so wie bei uns, dass jeder beim Militär ist? Jeder Spitzensportler? Oder warst du ursprünglich schon tatsächlich einmal Polizist? Nein, das ist wirklich ähnlich wie die Militärausbildung. Ich hatte das Glück, in einer Sportfördergruppe der Polizei ausgebildet zu werden. Das Ganze war ein bisschen langgezogener, von 2 auf 4 Jahre gestreckt. Dafür nur im Winter. Ich konnte meinen Sport nebenbei betreiben und bin sehr dankbar, dass ich den Beruf des Polizisten damals erlernen konnte. Mittlerweile bin ich aber kein Polizist mehr. Ich bin jetzt hauptberuflich Sportler und stehe nicht mehr auf der Straße. Also das wäre meine nächste Frage gewesen. Also auf der Straße braucht man jetzt keine Angst haben, dass uns irgendwo auflauert. Nein, man kann zwar mit mir oder nach mir auf dem Rad suchen, aber nicht mehr im Streifenwagen. Ja. Was sind eigentlich deine größten persönlichen Erfolge? Deine Erfolgsliste liest sich ja wie Erster, Zweiter, überall alles, was man machen kann im Zeitfahren. Du bist ja Zeitfahrer eigentlich. Genau. Hast du gewonnen oder sag mal, was ist denn so dann der größte persönliche Erfolg, wenn jemand fragt? Also ganz stolz bin ich auf meinen Tour-Etappensieg mit anschließender Übernahme des gelben Trikots bei der Tour de France. Das war für mich so das Highlight, erstmal das gelbe Trikot bei der Tour de France zu tragen. Das war schon wirklich grandios. Daneben natürlich meine 4 Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren, besonders natürlich der erste, der immer so am emotionalsten auch im Gedächtnis bleibt. Das sind eigentlich so meine ganz großen Highlights, aber natürlich auch ein Sieg bei Paris-Nizza. Hier war ein bisschen Luft. Ja. Etappensieg bei der Vuelta, bei der Tour de Suisse. Da gibt es etliche schöne Sachen, aber ich glaube, Tour de France und Weltmeisterschaften sind so meine persönlichen Highlights. Das hört man gern. Also da ist sicher etwas ganz Großartiges, wenn man diese Ziele erreicht hat. Speziell jetzt mit einem großartigen Team, wo du im Miet fährst. Das Ötztal ist ja ein sehr rennradbegeistertes Tal. An dieser Stelle auch, es beginnt die Anmeldung auch wieder für den Radmarathon im Februar und nein, es tut mir leid, ich kann leider nichts irgendwo hinbiegen. Bin aber trotzdem immer gerne dabei und möchte auch an dieser Stelle auch einmal Danke sagen an alle freiwilligen Teilnehmer, freiwilligen Helfer und alle Teilnehmer, dass es auch richtig cool hinhaut. Ich habe mir da extra ein, ein Ötztaler T-Shirt angezogen, weil ich bin da harter Ötztaler. Jawohl. Na, auch immer sehr gerne der Schlusswagen dabei. Was würdest du eigentlich den, sag jetzt einmal, Amateurfahrern als Tipp so auf den Weg mitgeben? Auf dem Weg Richtung Ende September zum Ötztaler Radmarathon? Also ich glaube, gerade für Amateure, die vielleicht so ein langes, hartes Rennen das erste Mal betreiben, würde ich ganz klar den Tipp geben, die ganze Sache ein bisschen gerade zu Beginn entspannter anzugehen, denn nach der ersten Passspitze kommt ja noch die zweite, dritte, vierte. Also oh ja. Nicht überpacen, ganz wichtig, klingt doof, aber ordentlich essen, viel essen. Der Körper braucht Energie, um diese unglaubliche Leistung bewältigen zu können. Und dann einfach mit Rhythmus fahren und quälen bis zum Ende. Quälen bis zum Ende. Es gibt ja eine zweite, ein Side-Event vom Radmarathon, das ist der Ötztaler Moped-Marathon, wo wir das Ganze mit 50 Kubikmofas fahren. Dort ist das Motto, wer langsam fährt, hat länger Spaß. Also genau das Gegenteil. Wobei die Mopeds also schon eher im schlechten Mittelfeld sind im Vergleich zu den Radfahrern. Okay. Was ist denn dein Leitsatz, um den inneren Schweinehund jeden Tag eins drauf zu geben, weil das wird auch bei dir so sein, nehme ich einmal an.
Auf jeden Fall. Also einen direkten Leitsatz habe ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr ehrgeizig und ja, muss mir eigentlich so jeden Tag am Abend in den Spiegel blicken können und muss sagen können, ich habe an dem Tag das Beste gegeben und bin sehr zufrieden mit mir, was ich von dem Tag rausgeholt habe. Und ich bin niemand, der gerade auch den Sport halbherzig angeht. Und ich glaube, deswegen liegt mir vielleicht auch die Disziplin des Zeitfahrers so gut, weil ich mich einfach doch enorm auch quälen kann und ja auch gegen meinen inneren Schweinehund ankämpfen kann. Und das macht mir sehr viel Spaß und das macht auch den Großteil für mich dieser Leidenschaft aus. Ja, entweder richtig oder gar nicht. Genau so. Man macht es normalerweise nicht im Fernsehen, Sonnenbrillen tragen, aber also, wenn du willst, bevor es dich blendet, mich blendet es fürchterlich. Ich kühle mich noch. Man macht es. Gut, eh nicht. Das Wetter ist genial, das ist richtig, ja. Spitzname Panzerwagen. Jawohl. Warum? Hat mein ehemaliger sportlicher Leiter Brian Holm rausgehauen. Ich glaube, es hat einfach mit meinen Eigenschaften als Radsportler zu tun. Panzerwagen assoziiert man ja doch so eine gewisse Härte, lässt sich durch nichts aufhalten, fährt immer weiter, unstoppable. Und ich glaube, das kommt einfach auch so mein Typus, meiner Fahrweise auf dem Rad so am nächsten. Und das war eigentlich irgendwann mal so teamintern immer so mein Spitzname und irgendwann haben die Medien das spitz bekommen und es wurde immer größer und größer und jetzt bin ich Fans auch der Panzerwagen und das freut mich, weil ich assoziiere mit diesem Namen, der auf mich bezogen ist, sehr viele positive Eigenschaften. Super. Also schon etwas, worauf man stolz sein kann. Ja, schon, ja. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, Skifahren sollst du nicht, darfst du nicht, hast du trotzdem irgendwelche Lieblingswintersportarten? Soll ja auch was geben, wo man sich nicht in Gefahr geben muss oder soll. Ja, also es ist natürlich sehr schade, dass ich hier kein Skifahren darf. Ich sehe hier die ganzen Skifahrer, die Spaß haben und bei mir hat das einfach sicherheitsrelevante Hintergründe. Wäre einfach doof, wenn ich mich hier verletzen würde und in die Saison verspätet starten müsste. Aber was ich sehr genieße aktuell ist, hier mit meiner Familie zu sein, viel wandern zu gehen, mit meiner kleinen einjährigen Tochter Schlitten zu fahren. Ist ein bisschen risikoärmer, macht trotzdem sehr viel Spaß und auch das Wandern zu den verschiedensten Hütten hier macht super viel Spaß. Und dann natürlich mit der Belohnung dann auf der Hütte zu sitzen, aktuell auf der Terrasse bei Sonnenschein, ist einfach ein geniales Gefühl. Ja, kann schon was. Also da bin ich absolut bei dir. Bin ja auch nicht derjenige, der jetzt jeden Tag, obwohl ich hier wohne, fahre ich auch nicht jeden Tag Ski. Wenn es geht auch nicht jeder schwimmen, nur weil er ein Haus am Meer hat. Das also das suchen wir uns schon die schönen Tage raus. Ja. Du reist von einem Trainingslager, von einem ins nächste eigentlich. Du kommst jetzt gerade aus Mallorca. Wir schauen dann die Vorbereitung für einen Radprofi wie für dich und für dein Team generell aus. Also Nahrung, Trainingsplan, Trainer, Team von A nach B, keine Ahnung. Lass uns mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ja gut, das Thema jetzt in fünf Sätzen abzuhandeln ist, glaube ich, fast unmöglich. Aber generell bin ich natürlich Sportler, der 24 Stunden seinen Sport lebt. Das heißt natürlich, klar, Training ist ein ganz wichtiges Thema. Ernährung, wie du schon gesagt hast, schiebt auch immer mit. Oktober, November ist so die Zeit, wo wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Aber schon Ende November, Dezember ist dann schon wirklich die Phase, wo wir auf die ersten Wettkämpfe hin arbeiten und natürlich auch seriös arbeiten und leben müssen. Geht es schon in einem Monat, eineinhalb Monat, geht es schon wieder los eigentlich? Schon wieder, ja, oder? Weniger eigentlich. Am 10. Februar habe ich jetzt meinen ersten Wettkampf. Das heißt, ich sollte da einigermaßen fit sein. Sicherlich sind es noch eine Art Vorbereitungswettkämpfe, die eigentlichen Highlights kommen dann so März, April. Aber ganz klar, im Februar will ich fit sein und deswegen mache ich jetzt auch 3 Wochen auf Mallorca, bin fast jeden Tag Rad gefahren, komme quasi jetzt zur Erholung hier ins Ötztal, mache natürlich trotzdem meinen Sport, aber ein bisschen reduziert. Und ja, um jetzt nochmal auf die Vorbereitung zu sprechen zu kommen, sicherlich ist November, Dezember, Januar das Training noch nicht ganz so intensiv, aber je näher man dann zu den Wettkämpfen kommt, desto praxisnäher, rennnäher fährt man auch, also auch intensiver. Und jetzt die Phase ist eigentlich gerade gekommen, wo ich so in den letzten
Stellschrauben ja, nochmal drehe, um Feinschleifen, oder? Feinschleifen, ja. Ganz genau. Im Prinzip ist jetzt die Woche nochmal so ein bisschen das letzte Mal Luft holen und dann geht es wirklich mit großen Schritten auf die ersten Wettkämpfe los. Ja, so, wir sind jetzt eigentlich schon hier oben, eigentlich schon. Ich sage jetzt vielen Dank, weil das Stammtisch-Gondel-Gästebuch, so ein langes Wort, werden wir jetzt beide gleich da drüben in der Holmut unterschreiben. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Dir alles Gute mit deinem Team. Danke, hat mich sehr gefreut. Gerne. Und ich freue mich, wenn ich das alles im Fernsehen schon ein bisschen beobachten kann. Alles klar. Wie das bei euch los ist. Und ich bin nächste Woche noch hier. Danke sehr. Danke, klar. Danke. Ciao. Super.